nicht zum Ende des letzten Weltkrieges verschlecht und schlimm wird, der muss auch unsere Maßnahmen an der Grenze zu West-Berlin heute verschlecht und schlimm werden. Warum geht man dann, denn es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Ende des vorigen Krieges und der Anstrengung des neuen Krieges durch unsere heutigen Maßnahmen? Aber nach diesem Verständnis haben wir auch schon gesagt, symptomatische Vorleistung eines Teils von der westlichen Fakultät. Warum ist es auch nur das andere Hälfte des abendmännischen Journalismus vom heutigen Tagebau erhält? Ich glaube, das Bemerkenswert des Dinges dauert, dass dieses dramaturgische Ereignis keine Zeit ergab läuft und wir in eine Geschichte schon früher erfahren, dass Weltgeschichte und Weltkrieg, nein, also einige Mannheit von den Kommunisten ausgerechnet in 20 den es noch gar nichts gab. Wohin sind die Tüftels mit seinen 17 Runden um die Erde? Und am heutigen Sonntag ein Kalor in der ersten Runde für die Freistaatpolitik. Und ist das am 13. Es ist direkt zum Aberglauben schwimmen. Ich hatte es seit 113 schon mal so gut geglaubt, dass die Kalor-Astronomen und Ostexperten der freien Welt das einhalten würden. Das war heute am 58. War an einem Sonntag, dem 13. mit dem Geld und Spekulanten um ihre ersten Güter gebrot, als es getroffen hat. Im Anhang an diese 800 Schweizer Eden, der hat uns von dem mittleren Kanal des westdeutschen Fernsehens eingeräumt, dass wir heute Weltgeschichte gemacht haben. Stimmt. Ein Teilnehmer dieser Einheiten war allerdings nicht ganz auf der Höhe dieser Erkenntnis. Da müssen wir wahrscheinlich niemals um Verzeihung bitten. Und das nächste Mal sagen wir es natürlich vorhin, damit wir uns als Standesbürger der Frage nicht fressen und uns besser vorbereiten können. Und damit die Agenten und Schieber und Menschenhändler von ihren Blatten und Taten opfern, gemacht sind. Zeigt uns schön, dass sie das Etterding so gepasst. Und wir denken anders als mit Polizei und Stoffdrehbar können, sondern ich weiß nicht, vielleicht mit der 1-Armee. Und es kommt sich nicht ein bisschen durcheinander geraten im Westen. Und nicht nur, weil wir etwas wissen. Deswegen steht der Kampf in der Verbindung mit den alliierten Bewegungen, die für die Sicherheit Berlins zuständig sind. Er hat die politische Regierung über die Länder gerichtet. Sie haben die Bevölkerung von Berlin erhalten, dass die Kassen aus der ungarischen Schule und der sowjetischen Regierung unterwinden will. Was sind denn nur die Alliierten? Allerdings, was wir alles machen, ohne Alliierte zu meinen. Mit den einzigen realen Verhandlungspartnern der Majestät von Ostberlin und der Regierung der DDR, die auch zuständig sind, um nicht zu tun, um selbst für ihn nicht mal nichts sagen kann, was nicht sagen darf. Also sucht er Zuflucht bei Funktionären, bei alliierten Behörden für eine Souveränität des. Warum ich bei den Fürstentum nicht gestorben habe, weil der Einzel bei Tatja von Monaco, die haben mit Berlin gar nichts zu tun, die Weile dauern. Bei unseren Mächten, die westlich des Brandenburger Tors begannen, nichts zu sagen haben. Und bei der Sowjetunion, die von Maßnahmen unserer Regierung
Besitzer, die nun ihren Laden ruhig zu machen können. Betreffen Sie die Grenzklimas, in denen unsere Jugend mit den Einwanderschaften der abendländischen Kultur vertraut gemacht werden will. Und betreffen Sie natürlich und vor allem jene Politiker, deren Kultur West-Berlin dicht gemacht wurde, deren Aufsichtsspitze zu einer Nazi-Spitze verbunden ist, deren Thank you.
Thank you.